Zurück, zurück! Hallo und herzlich willkommen zu Zurück. Ja, jetzt ist die Frage, ne? Wo waren wir schon? Wo müssen wir hin? Wie geht's weiter? Shrecky Maka Maka Dunga Wakaka! Du Shrecky Nika Boxhorn! Naka Naka Shrecky Ha Inga Maka Maka E Kai Riski Kei Duka Changa Yakamata Afanata Shrecky Afamata Shrecky Maka Maka Dunga Wakaka! Hallo, ich heiße Graham. Sehr erfreut. Achaka. Das heißt bestimmt, wir werden richtig gute Freunde. Oder? Also, wo kommt ihr her? Achaka. Aha, klingt ja exotisch. Ich denke, wir werden riesig gute Freunde. So richtig gute Freunde. Also, was für Pfeile benutzt ihr so? Achaka. Interessant. Wer von euch... Ich ziehe ja Pfeile aus jungem Holz vor. Wer von euch hat auch gewusst, dass er genau das macht? Tun wir uns zusammen und zeigen Daventry, was Bogenschützen alles können. Was meint ihr? Achaka. Stimmt. Ihr werdet mir vermutlich nur hinderlich. Danke fürs Gespräch. Ich bin dann beim Ritterlichkeitstest. Wir sprechen nur mit dem Kleinen hier. Oh, hallo Graham. Wir haben gerade ein paar Tipps zum Turnier besprochen. Sag Bescheid, wenn du was zu unseren Gegnern erfahren möchtest. Mhm. Was sollte ich über Sir Villatwurst wissen? Das klingt doch eindeutig nach einem falschen Namen. Wer gibt dir solche Fehlinformationen? Hast du das erfunden? Stell dich allen vor. Dann komm zu mir für die schmutzigen Details. Mhm. Na, wartet mal, dann... Alles gut. Danke, Manni. Bis dann. Dann wollen wir erstmal uns vorstellen, ne? Mit dem haben wir ja schon geredet. Also, das ist im Grunde... Hast du den Typ mit der Feder gesehen? Hier, der da hier. Danke, dass ihr den Baumstamm umgestoßen habt. So konnte ich eine herrliche Kreuzfahrt machen. Die Ritter sind mir auf den Zwirn gegangen und ich wollte meine Ruhe. Lass mich jetzt. Weck besser nicht den Stier. In mir. Ich habe auch keine Lust auf dieses Gespräch, aber ich muss den Ritterlichkeitstest nachholen. Je schneller wir die Sache hinter uns bringen, desto eher lasse ich euch wieder in Frieden. Ach, dann mach schnell und schwirr ab. Ich bin Graham. Graham... Kein Nachname. Ich wollte nicht mal deinen Vornamen wissen. Und ihr heißt? Man kennt mich im ganzen Land als, sehr dick. Aber ich versuche gerade einen Imagewechsel, angefangen beim Namen. Nenn mich also Acorn. Wie? Wie war noch gleich der Name, Sir Speck? Acorn! Sag es, oder du wirst es büßen. Aha. Was hattet ihr da in euren Pranken versteckt? Das geht dich nichts an, Federgewicht. Hm. Dann lasse ich euch mal. Verschwinde! Wie viel sind es eigentlich von den Rittern? 3, oder? Ach, da ist der... Ich konnte seine Pracht schon mit den Fingerspitzen ertasten, als die Truhe zuklappte. Mein Arm hing zwischen Schatz und Truhe fest. Ich musste fort. Wenn ich blieb, würde mein Arm absterben. Hätte ich ihn herausgezogen, wäre er bis zum Ellbogen aufgeschlitzt worden. Mir blieb nicht viel Zeit. Und dann hörte ich ein Schnauben in der Dunkelheit. Es hatte mich gehört. Wenn ich den Schatz bergen wollte, hatte ich keine Wahl. Ich musste meinen Arm opfern. Ich schlug so fest ich konnte mit dem eingeklemmten Arm. Der Schatz rappelte, doch mein Arm blieb drin. Schritte. Keine Zeit zu fliehen. Keine Zeit zu denken. Ich sprang von der Mauer und fiel in eine tiefe Grube. Es krachte und überall war der Schatz. Ein Gähnen im Nacken. Es war wach. Ich raffte alles zusammen und warf ein Stück in die Dunkelheit. Gra! Es schrie auf, als sein Körper am Boden aufschlug. Mit dem Schatz in der Hand konnte ich entkommen. Spannend.
Und ihr habt den ganzen Schatz geborgen? Ja, ich habe jedes einzelne Teil mitgenommen. Die Flammen loderten vor meinen Augen. Ich konnte nicht fort. Ich war Hi, ich bin Graham. Sicher, erfreut. Und euer Name? Was? Und wie ist euer Name? Was? Du machst wohl Witze, Greg. Unter welchem Fels hast du denn gehaust? Erkennst du nicht dieses wohlproportionierte Gesicht? Nicht Greg. Ich heiße Graham. Und natürlich weiß ich, wer ihr seid. Ihr seid... Keine Ahnung. Der Traum einer jeden Frau. Der Traum jeder Frau? Ganz recht. Die Damen lieben Whis. Wen? Wen lieben sie, Gabe? Nicht Gabe, Ach, egal. Ja, euer Name? Ihr heißt... Ihr seid... Der Kerl, der mich in den Fluss geschubst hat. Oh ja, diese alberne Feder sieht vertraut aus. Baumelt herum wie ein welkes Blatt. Was du brauchst, Gerd, ist ein Hingucker. Wie meine Mähne der Vortrefflichkeit. Hey, die Feder habe ich von meiner Mutter. Ich bin vielleicht albern, aber ihr seid... Sir, von sich überzeugt. Vorlaut? Doch du fängst an, mir lästig zu werden, Grant. Ich konnte nicht anders. Aber im Ernst, ihr seid... Eine Sekunde bitte, bin gleich wieder da. Ich warte dann hier, Garrett. Graham. Haben wir noch die Axt? Ich konnte seine Pracht schon mit den Fingerspitzen ertasten, als Leider die Truhe nicht. Zuklappte. Gehen wir nochmal zu... Mein Arm hing zwischen Schatz und Truhe. Kleine Ritter? Ja, Graham. Möchtest du schmutzige Details? Right. Von sich überzeugt. Was sollte ich über Sir von sich überzeugt wissen? Wie überaus taktlos. Deine Witze sind zwar clever, aber sie schicken sich nicht für einen Gentleman wie dich. Lerne erst mal alle kennen und komm dann zu mir. Ich habe ein paar Tipps für dich. Aber ich... Was sollte ich über Achaka wissen? Ich studiere jede seiner Bewegungen. Er lässt alle seine Gegner erzittern. Mich auf jeden Fall. Er ist schnell, stark und unglaublich gut mit dem Bogen. Ich hätte ihn gern als Verbündeten, aber wir haben Übersetzungsprobleme. Yeah. Was war nochmal mit Acorn? Was sollte ich über Acorn wissen? Acorn. Mit dem Stierhörner-Typ sollte man sich auf keinen Fall in einem Kraftduell anlegen. Hm. Ich habe gehört, dass der Kerl ein Eichhörnchen am Bauch trägt. Es ist doch total krank. Wer macht denn sowas? Wer weiß, was er da sonst noch versteckt. Aber egal. Keiner von uns ist so stark wie er. Wenn wir gegen ihn bestehen wollen, müssen wir zusammenhalten und seine Geheimnisse auffliegen lassen. Alles gut. Danke, Manny. Bis dann. Tja, Manny, das ist... Kann man vielleicht mit einem von denen hier reden? Seine Pracht schon vielleicht mit den Fingerspitzen ertasten. Erfahren wir was über den Namen, wenn wir mit dem hier reden? Oder auch. Bereit für den Ritterlichkeitstest? Nee. Nein, gib mir noch etwas Zeit. Nee. Aber das mit dem Eichhörnchen könnten wir mal. Was willst du? Probieren. Ich habe gehört, was ihr versteckt. Hast du nicht, Spargel-Tarzan? Doch, hab ich. Angeblich tragt ihr ein zahmes Eichhörnchen am Bauch. Was? Wer hat das gesagt? Bestimmt Whisper. Er ist schrecklich. Sein Ego schlägt mir echt auf den Magen. Und sie ist kein Haustier. Sie ist meine Freundin. Wie bitte? Hat euer Eichhörnchen einen Namen? Whisper sollte seine Zunge hüten. Ihr Name ist... Prinzessin Madeline von Avalon. Sie ist eine Lady. Und was versteckt ihr noch darin? Deine Knochen, wenn du mich weiter störst. Ich glaube, ihr versteckt noch was. Aber ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Hm.
Dann lasse ich euch mal. Verzieh dich! Was können wir jetzt mit der Information machen? Also hier kommen wir ja nicht raus. Es ist im Grunde, sind wir hier ja gefangen. Ja, wir gehen nochmal zu. Warte mal, wir gehen nochmal zu ihm hier. Du. Achaka. Ja. Achaka. Danke fürs Gespräch. Ich bin dann beim Ritterlichkeitstest. Ja, Graham. Möchtest du schmutzige Details? Ja. Yeah. Was sollte ich über Whisper wissen? Whisper? Sein Ach, Gang Whisper. Mag ja geräuschlos sein. Sein Mundwerk ist es definitiv nicht. Er ist ein großer Star in seiner Heimatstadt und hofft, in Daventry wieder Fans zu gewinnen. Ich habe gehört, er würde alles tun, um ins Rampenlicht zu kommen. Solche arroganten Kerle müssen doch förmlich auf die Nase fallen. Meinst du nicht auch? Okay, dann haben wir auch das Alles gut. geklärt. Danke, Manni. Bis dann. Also Whisper, ne? Ich hab da irgendwie vorhin wieder nur mit halbem Ohr zugehört. Ja, ist dir mein Name wieder eingefallen? Whisper. Korrekt. Nun, Whispers vollständiger Name ist Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Junior der Dritte, Erbe von Modesto. Aber ein Fan wie du wusste das ganz sicher. Wünschst du ein Autogramm? Ich habe leider keine Porträts dabei. Also, falls du eins findest, signiere ich es für dich. Gratis. Whisper liebt seine Fans. Whisper liebt es, das Böse zu bezwingen, aber vor allem liebt Whisper. So wie wir alle. Ich sollte besser zum Ritterlichkeitstest zurück. Geh nicht! Whisper schafft das! Ein netter Gedanke, aber diese Gardisten würden mich nie mit euch verwechseln. Eure Rüstung ist ja doch recht auffällig. Whispers Rüstung glänzt, weil Whisper gern sein Spiegelbild sieht. Alles klar. Guten Tag, Whisper. Yeah. Aber wir bräuchten noch ihn hier. Ja, Graham. Möchtest du schmutzige Details? Ja, nee. Hier Was sollte ich über Achaka wissen? Ich studiere jede seiner Bewegungen. Er lässt alle seine Gegner erzittern. Mich auf jeden Fall. Er ist schnell, stark und unglaublich gut mit dem Bogen. Ich hätte ihn gern als Verbündeten, aber wir haben Übersetzungsprobleme. Alles gut. Danke, Manni. Also, der Einzige, über den wir praktisch jetzt nichts erfahren, ist Achaka. Achaka. Der ist sehr geheimnisvoll. Wollen wir trotzdem nochmal fragen? Also, wo kommt ihr her? Achaka. Achaka. Aha. Klingt ja exotisch. Nee, da kann man nicht weiter. Danke fürs Gespräch. Ich bin dann beim Ritterlichkeitstest. Ich würde sagen, dann auf zum Ritterlichkeitstest. Mir fällt nichts mehr ein. Bereit für den Ritterlichkeitstest? Ja, nee, eigentlich nicht. Wir haben noch nichts über Achaka gefunden. Mist. Legt los! Frage 1. Welcher Ritter beherrscht als einziger Turnierteilnehmer gleich mehrere Sprachen? Na, Achaka. Achaka! In Ordnung, nächste Frage. Dieser Ritter in Spe stammt aus einem Land fernab von Daventry. Laut Quoten ist er der Favorit für den Sieg. Whisper? Whisper. Gut, weiter. Wie lautet der vollständige Name des schnellsten Mitstreiters? Mist, dann war's doch nicht Whisper. Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Junior der Dritte von Modesto. Ganz sicher. Verstehe. Letzte Frage. Wer oder was ist der Lieblingsgefährte des stärksten Mitstreiters? What? Achso, die Madeline, ne? Alles klar. Prinzessin Madeline von Avalon. Klingt echt charmant. Okay, mal sehen. Ich überschlage. Sieht aus, als hättest du 2 Antworten richtig.
Mist. Misch dich unter deine Mitstreiter und finde mehr lustige Dinge über sie heraus. Komm zu mir zurück, wenn du den Test wiederholen willst. Wieso nur zwei? Also einen haben wir falsch, das weiß ich. Einen haben wir falsch. Oh, wir stehen das durch. Du schon wieder? Dann lass ich euch mal. Fort jetzt! Ich glaub... Ein Monster und fletschte die Zähne. Ist es vielleicht doch Manny? Hast du die Menge gehört? Sie jubeln mir zu. Sie lieben mich. Ich glaub, das ist Manny. Manny? Ja, Graham? Möchtest du schmutzige Details? Über dich. Ich will ein schmutziges Detail über alles dich. Gut. Danke, Manny. Bis dann. Nee, wir haben alles. Wir haben alles und nix. Wir müssen einfach die richtigen Antworten finden. Wir haben alle Informationen, aber... Bereit für den Ritterlichkeitstest? Legt los. Frage 1. Welcher Ritter beherrscht als einziger Turnierteilnehmer gleich mehrere Sprachen? So, da haben wir schon mal was falsch, ne? Ja, Manny ist es aber nicht. Ja, Chaka... Eigentlich falsch, ne? Whisper. Hat Whisper? Manny ist doch gar kein... Manny. Vielleicht doch Manny. Ich meine jetzt Manny. Manny, wir sind Freunde, wisst ihr? Wir haben eine Allianz. Nächste Frage. In Ordnung, nächste Frage. Dieser Ritter in Spe stammt aus einem Land fernab von Deventry. Laut Quoten ist er der Favorit für den Sieg. Dann ist es nicht Whisper. Dann ist es Achaka. Achaka. Gut, weiter. Wie lautet der vollständige Name des schnellsten Mitstreiters? Das wissen wir. Auf alle Fälle, das ist Sir Walter Harris. Trickfrage. Ja, das wissen wir. Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Junior der Dritte von Modesto. Ganz sicher. Verstehe. Letzte Frage. Wer oder was ist der Lieblingsgefährte des stärksten Mitstreiters? Madeline. Weiß doch jeder. Prinzessin Madeline von Avalon. Ja, Madeline. Klingt echt charmant. Okay, mal sehen. Ich bitte. Alle Antworten richtig. Gut gemacht, Junge. Aber wir sollten deine neuen Freunde nicht warten lassen. Also, fangen wir an. Willkommen allerseits. Ihr seid alle hier, um Ritter an König Edwards Hof zu werden. Aber damit nicht genug. Wie jeder weiß, hat der König leider keine Erben. Das bedeutet, dass dieser Posten letztendlich zur Krone von Deventry führen könnte. Und nun beginnen wir mit dem Wettkampf. Ich hoffe, ihr habt Freundschaft geschlossen, denn jetzt wird es ernst. Es ist Zeit, die Teilnahmescheine einzusammeln. Oh, hier drüben. Ich hab meinen hier. Tut mir leid, dies ist kein Teilnahmeschein. Ehrlich gesagt sieht es von hier oben aus wie ein verschwitzter Lumpen. Ach, womöglich ein Rotztuch. Jeder Ritter in Spe bringe uns als Trophäe bitte ein... Tam-tam-tam-tam-tam, Auge eines scheußlichen Untiers. Gemäß Proklamation 1748.2 muss es tatsächlich ein scheußliches Untier sein. Wir akzeptieren keine Augen von knuffigen, flauschigen oder possierlichen Tierchen. Danke. Hier ist nichts zu sehen. Es gibt genug scheußliche Augen in Deventry. Ihr seid gefragt, euer Geschick unter Beweis zu stellen. Wir wollen wissen, was ihr im Herzen tragt, wie ihr denkt und wie ihr Gefahren begegnet. Vielleicht zweifelt ihr, ob man das alles wirklich anhand eines Auges beurteilen kann. Wir werden es tun. Und nun, geht eure Wege und holt euch eure Augen. Whisper! Whisper schafft das! Endlich kommt ein Mädel ins Spiel. Ist ja langweilig bisher gewesen. So ohne Mädel. Ohne Mädel geht gar nichts. Ich fand bei Sierra spielen immer die
Liebesgeschichten, ganz schön. Pass auf, Kleiner. Oh, danke. Nicht gerade hübsch, aber erfüllt seinen Zweck. Amaya Blackstone, sehr erfreut. Graham, die Freude ist ganz meinerseits. Schön, dass alle Brücken repariert werden. Alle Brücken? Nein, Kleiner. Der Auftrag ist erledigt. Mehr kann Daventry sich nicht leisten. Die können sich nicht mal das Öl für den Brösler da leisten. Meine eigene Erfindung. Oh, was macht ein Brösler? Er hebt, er hackt, er bröselt. Vor allem bringt er Geld ein, das ich dringend brauche. War kein Zuckerschlecken hier in letzter Zeit. Sieht ganz so aus. Daventry war bisher eine interessante Erfahrung. Ganz anders, als es in meinen Reisebüchern steht. Ich frage mich ernsthaft, ob es das Richtige für mich ist. Das liegt nicht an dir, Kleiner. Seit die Königin tot ist, geht's mit dem Königreich bergab. Und jetzt, wo die Brücken weg sind, kommt keiner mehr her. Es ist wie ausgestorben hier. Ich bin eine Frau der Tat. Und ausgestorbene Städte zahlen ihre Rechnungen nicht. Das sehe ich. Tja, ich sollte los. Vielleicht hat sich jemand in meinen Laden verirrt. Wenn du mal in der Nähe bist, komm vorbei. Linke Seite. Nee. Nee, ich glaube, das wird keine Liebesgeschichte hier. Vielleicht die nächste Folge. Aber da müssen wir erstmal, was müssen wir finden? Ein Auge vom Scheusal. Ich glaube, dann wird es auch keine Liebesgeschichte. Ich sag erstmal ciao, ciao.